Dr. Shiva und Dr. Weed. Willkommen in unserem Spukhaus. Hier werden Kinder serviert. Dr. Shiva, hallo mein Kleiner, ich hab Süßigkeiten, willst du welche haben? Ja, dann komm mal mit ins Auto, auf der Rückbahn sind welche vergraben. Och, jetzt ist mir die Tür zugefallen und geht nicht mehr auf. Dann fahr ich dich mal nach Haus, in unser kleines Spukhaus. Schau, unser Haus im tiefen Wald, wo dich niemand schreien hört. Hier waren schon so viele Kinder und sie alle hat es verstört. Glaubst du, du kannst fliehen? Falsch gedacht, mein Kleiner. Wenn Dr. Weed erstmal kommt, wirst du schon da bleiben. Willkommen in unserem Spukhaus, hier werden Kinder serviert. Willkommen in unserem Spukhaus, hier gibt's nichts zu lachen. Willkommen in unserem Spukhaus, hier werden Kinder serviert. Willkommen in unserem Spukhaus mit Dr. Shiva und Weed. Du bist da, na mein Kleiner, warst du auch schon brav. Ja, dann habe ich hier ein Spielzeug für dich, es ist ein kleines Schaf. Die roten Flecken kommen daher, dass es nicht gehorcht hat. Also musst du nur das tun, was wir dir sagen und nichts passiert. Komm mit in unser Arbeitszimmer, wir haben die Wände extra bemalt. Nein, das ist keine Farbe, das sind Blutspritzer von bösen Kindern, die wir stahlen. Und jetzt sag gute Nacht, denn du wirst in unserem Garten verscharrt. Niemand wird dich mehr finden, du wirst auf ewig im Boden verharren. Willkommen in unserem Spukhaus, hier werden Kinder serviert. Willkommen in unserem Spukhaus, hier gibt's nichts zu lachen. Willkommen in unserem Spukhaus, hier werden Kinder serviert. Willkommen in unserem Spukhaus mit Dr. Shiva und Weed. Dr. Shiva holt dich mit dem Auto ab. Dr. Weed verscharrt dich dann in unserem Garten. Niemand wird dich dann mehr finden. Und das nächste Kind kommt ins Spukhaus. Willkommen in unserem Spukhaus, hier werden Kinder serviert. Willkommen in unserem Spukhaus, hier gibt's nichts zu lachen. Willkommen in unserem Spukhaus, hier werden Kinder serviert. Willkommen in unserem Spukhaus mit Dr. Shiva und Weed.